Lieben, heute gibt es ein Nageldesign, das ist inspiriert von Alice im Wunderland, von ihren Outfits, die von allen immer von den Farbschemata gleich dargestellt werden. Das ist hellblau für ihr Kleid, auch weiß für diese Spitzenbluse und dann das Schwarz steht für die Haarschleife, die sie immer trägt. Ich habe heute auch eine Alice im Wunderland Haarschleife. Die Haarschleife habe ich hier an dem Daumen nochmal angebracht, quasi als kleine Inspiration und nochmal als Hinweis dafür, dass wir dieses Alice im Wunderland-Thema heute aufgreifen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Nageldesign. Ich hoffe, ihr werdet es nachmachen und ja, bleibt dran. So, wir beginnen dann diese weiße French-Spitze aufzutragen, die so ein Dreieck ergibt und dann den Nagelaufkleber. Das habe ich jetzt hier schon vorbereitet. Wir machen das jetzt quasi nur noch am Zeigefinger. Das müsst ihr einmal machen, einmal sehen, dann könnt ihr das. Für Alice im Wunderland habe ich die Farben gewählt, die so ein bisschen für sie stehen, blau, weiß von ihrem Kostüm, dann schwarz für die Haarschleife. Ich habe jetzt einen blauen Nagellack mit so ein bisschen Glitter versehen. Ihr könnt auch einen matten nehmen, wie ihr das möchtet, oder einen blauen Glitternagellack. Hauptsache, ihr habt ein schönes Mittelblau, also nichts Dunkles, nicht zu hell, einfach ein ganz, ganz schönes Blau. Dann nehmen wir einfach einen weißen Nagellack. Ich muss den gerade mal aufschrauben und machen diese Spitze. Ihr habt das schon öfters mal gesehen, das kennt ihr schon, das ist jetzt kein Geheimnis. Ihr setzt hier in der Mitte ungefähr so ein bisschen schräg an und zieht das dann hier runter. Und dann füllt ihr das weiter aus. Also dann, ihr werdet da jetzt ein bisschen übermalen, das machen wir dann weg. So. Das ist bei mir jetzt ein weißer French-Nagellack, weil die am besten decken. Aber der ist so ein bisschen pumpig schon bei mir geworden. Deswegen nehme ich da jetzt einen ganz normalen weißen Nagellack nochmal und gehe da nochmal drüber, damit die weiße Schicht so ein bisschen ebenmäßiger wirkt. So. Zack. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen. So, wenn das Weiß getrocknet ist, nehmt ihr solche Spitzenaufkleber und zieht die hier ab und schneidet die euch ungefähr zurecht, wie lang euer Fingernagel hier diese weiße Fläche ist. Muss ein bisschen länger sein, das könnt ihr dann im Nachhinein korrigieren. Und dann nehmt ihr das mit einer Pinzette auf und versucht das auf den Nagel aufzulegen. Ich achte jetzt darauf, dass die runden Stücke quasi vom Weiß weg zeigen, also zu mir hin. So, das versuchen wir jetzt mal mit der Pinzette aufzubringen. Am Rand, wo das Weiß ist, das ist ein bisschen tricky, wenn die Nagelpinzette quasi, zack, machen wir es ohne. Also wenn der Aufkleber gut klebt, habt ihr einfach das Problem, dass ihr den dann die Pinzette nicht wegziehen könnt. So, jetzt hoffe ich, dass das gelingen wird. Das ist echt eine Geduldsarbeit, also nehmt euch Zeit. Das wird heute mit der Pinzette nichts mehr, dann machen wir das ohne. So. Ihr legt den dann einfach auf. So, jetzt haben wir das geschafft. Und versucht den dort entlang zu kleben, wo quasi diese Linie von dem Weiß ist. Also, wenn der Aufkleber da drauf liegt, drückt ihr den so ein wenig an der Kante von eurem French Design, und wenn das angedrückt ist, seht ihr, hier stehen noch so ein paar Ecken über. Die schneiden wir dann einfach mit einer Nagelschere ab. Also gerade alles, was übersteht, so ein bisschen wegschneiden. Also alles, was hier am Rand zum Beispiel übersteht oder auch hier oben, schneiden wir mit einer Nagelschere weg. So, und dann drücken wir das noch mal so ein bisschen fest, wenn das noch gelöst ist. Hier oben steht auch noch ein bisschen weg, das schneiden wir dann auch noch mal.
So, und dann ist euer Aufkleber quasi schon drauf und das Nageldesign für diese vier Finger ist fertig. Am Daumen wird jetzt noch eine Schleife gemacht, das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. So, um die Schleife zu machen, wie ich sie hier schon an meinem Daumen habe, braucht ihr einfach eine Unterlage, einen schwarzen Nagellack, den ihr so ein bisschen hier drauf tröpfelt, damit ihr den aufnehmen könnt. Dann nehmt ihr entweder einen Zahnstocher oder so einen Spot und nehmt da so ein bisschen schwarze Farbe auf. Und die tupfen wir jetzt auf. Und zwar machen wir 3 Punkte. So. Die sich aber quasi schon fast verbinden. Und die füllen wir dann auch nochmal aus. So. Das geht einfach nur, indem ihr das auftupft. Und dann haben wir schon die eine Seite der Schleife. Und dann machen wir das genau an der gegenüberliegenden Seite auch mit diesem 3-Punkte-Schema. Also quasi so ein Dreieck kreieren. Und dann verbinden wir das wieder, tupfen das noch ein bisschen aus, damit die Form der Schleife so ein bisschen schöner wird. So. Ist die eine ein bisschen größer, dann gehen wir bei der hier auch noch mal nach. Das ist dann eure Schleife. Und dann nehmt ihr von den Nagelsteinen einen, der euch gefällt. Ich nehme jetzt einen silbernen. Den nehmt ihr entweder mit eurem Zeigefinger auf oder ihr schaut mal in meinen Nageldesign Tipps und Tricks, wie man Nagelsteine aufklebt. Und den setzen wir jetzt einfach in die Mitte der Schleife. Und dadurch, dass der Lack noch nicht getrocknet ist, können wir diese schon so ein bisschen andrücken. Und die haftet gut. So, dann sind wir auch schon fertig. Was jetzt noch fehlt, ist der Überlack. Den trage ich jetzt noch auf und dann ist das Nageldesign für Alice im Wunderland komplett. So, wenn ihr fertig seid, sieht euer Nageldesign so aus. Das sind die vier Finger, die sind etwas schlichter gehalten, auch wenn die Farben sehr auffällig sind natürlich. Und dann hier noch der Daumen mit der Alice-Schleife und dem Nagelstein. Hier ist die Schleife etwas kleiner. Hier ist sie etwas größer geworden. Ich finde sie etwas größer, schöner. Also wenn ihr das nachmacht, achtet doch darauf, dass ihr sie ein bisschen größer macht, dann fällt sie auch so ein bisschen mehr auf. Das sind die anderen Finger. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.